So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Show and Play Minecraft. Und ja, es ist schon wieder mal ein bisschen her, seit wir das letzte Mal zusammen gezockelt haben. Und auf meinem Ohr ist es gerade etwas laut, so. Außerdem möchte ich die Musik hier leise machen. Und etwas anderes einschalten, ist mir nämlich gerade eingefallen. Wir haben ja eigentlich tolle Musik am Start. Und ja, jetzt können wir richtig loslegen. Nach dem 13. Mal. Ich habe mittlerweile den Computer gewechselt. Ich habe mittlerweile andere Programme installiert. Und ja, freue mich ohne Ende, endlich mal mit einem einigermaßen guten Computer spielen zu können. Was ich immer noch nicht geschafft habe, ist es ein... Also Optifine haben wir mittlerweile installiert bekommen, aber noch keinen ordentlichen Shader-Pack. Geschweige denn, hier so schöne Flares und Lichteffekte und so ein Gedöns reinzupacken. Das heißt, wir spielen jetzt gerade noch in der Vanilla-Version, aber ja, dafür besonders flüssig, dafür besonders schnieke, so schnieke wie es eigentlich irgendwie geht, alle Einstellungen auf mega maximal. Und das heißt, das sollte eigentlich so gut wie gar nicht ruckeln. So ab und zu mal so ein bisschen höre ich gerade eine Spinne am Start. Hier war das gerade. Irgendwo Spinnen am Start. So, das letzte Mal, als wir nämlich hier am Start waren, in dieser wunderschönen Welt 25, hatten wir, ja. Oh, hier geht's los. Fuck, fuck, fuck. Okay, yeah. So, gleich mal Action am Anfang. Hier geht's richtig rund. Wie ihr seht, und Gott sei Dank bin ich nicht in die Lava gefallen. Die kam also von oben, die Spinne. Da müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Ja, da hatten wir nämlich das Problem, dass wir uns hier wunderschön verirrt haben. In dieser Welt, in diesem wunderschönen Labyrinth. Ich bin dann, hab dann alleine ein bisschen gezockt. Bin hier rumgelaufen und hab dann mir da sogar noch in der Zwischenzeit ein wunderschönes Gate gebaut, wie ihr sehen könnt. Und na klar, führt das erstmal hier in eine Welt aus Feuer. Und ja, das ist auch gut so. Das hat auch riesen viel Spaß gemacht. Weil wir wollen natürlich auch mal irgendwie wieder nach Hause kommen. Und das heißt, wir müssten eigentlich... entweder machen wir uns jetzt wieder auf den richtigen Heimweg. Oder aber wir basteln nochmal so ein Gate. Und ich muss ehrlich sagen... auf nochmal so ein Gate und hier auf die Feuerlandschaft habe ich gerade nicht so große Lust. Das heißt, ich würde jetzt einfach losziehen und versuchen, mich hier wieder einigermaßen aus diesem unterirdischen Labyrinth zu befreien. Und ihr seid live mit dabei und in der Zwischenzeit ist ja auch ein paar Dinge passiert. Das heißt, ich kann auch ein bisschen was erzählen, was gerade los ist. Und wenn wir hier heute nicht mehr rausfinden, ist auch nicht so schlimm. Hauptsache, wir haben ein bisschen Spaß. Wir zocken ein bisschen Minecraft. Ja, das ist sowieso die Hauptsache. Ne? Also gut, dann geht es los mit unserem Abenteuer. Wir machen weiter. Und ja, wie gesagt, neuer Computer, neues Glück. Ging es hier eigentlich hoch? Ich glaube schon, ne? Aber da oben ja auch. Ich glaube, von hier kommen wir auch. So ein bisschen. So, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen mit den Münsterchen. Denn ich habe das letzte Mal komplett ohne Monster gespielt. Und ich habe da auch ohne fetter Grafik gespielt. Das heißt, das wird für mich jetzt hier so ein bisschen so eine Umstellung werden. Aber das sollte euch nicht weiter stören. Da hinten habe ich einen kleinen Übergang, so ich das sehe. Okay. Spinnen am Start. Okay, und Fallhöhe auch am Start. Ja, aber hier haben wir ja ein kleines Zwischenlager gebaut. Wasser. Genau, da haben wir hier ein kleines Zwischenlager gebaut, weil wir in der Zwischenzeit einfach so viel gesammelt hatten, dass es wirklich an der Zeit war, ein bisschen was zwischenzubunkern. Aber wie ihr seht, habe ich schon alles leer geräumt. Sogar 7 Diamanten am Start. Das bedeutet eigentlich, es ist relativ sicher, dass wir ins Feuer fallen werden. Wir haben wieder ein bisschen Material gesammelt, richtig viel Kohle, ein bisschen was an Eisen und so weiter und so fort. Das heißt, wenn wir es schaffen würden, so nach Hause zu kommen, wäre das eine ganz nette Angelegenheit. Haben wir eigentlich eine Rüstung an? Ja, alles klar. Wir haben eine Rüstung an und das bedeutet, wir könnten es eigentlich wagen, mal so langsam wieder nach Hause zu kommen. Hätte ich echt nichts dagegen.
denn wir sind hier wieder mal einigermaßen, haben uns hier verdingst hier in dieser Höhle. Aber das ist ja auch in Ordnung. Und wie ihr seht, habe ich keine Ahnung, wo wir lang müssen. Aber, naja. Wenn ihr übrigens, wenn ich es schaffe, dann werdet ihr wahrscheinlich in dieser Folge auch schon Zeugen eines neuen Konzeptes, das ich versuche umzusetzen. Und zwar kann ich ja dank dieses Computers auch ein bisschen versuchen, ein paar schnieke Sachen auszuprobieren, die ich mich früher, auf die ich früher schon Bock hatte, aber die einfach aus technischen Gründen überhaupt nicht gingen. Weswegen ich es zwar mal versuchte, aber dann einfach nicht geklappt haben. Und das werdet ihr spätestens daran merken, dass hier um mich herum so ein bisschen so Animation am Start ist. Denn, wo ihr seht, dass ich auch spreche. Und ja, das könnte ziemlich cool sein. Das teste ich jetzt mal mit dieser Ausgabe. Das ist sozusagen mein Test, den ich jetzt unbedingt machen wollte. Und deswegen habe ich auch... Warum benutze ich eigentlich die Diamantenspitzhacke zum Abbauen? Das ist eigentlich sehr clever. Darum habe ich jetzt einfach auch mal wieder aufgenommen. Obwohl ich jetzt eigentlich heute gerade gar nicht so fit bin irgendwie. Wie ihr vielleicht merkt. Bin so ein bisschen platt noch. War heute ein bisschen unterwegs. Heute in den MMC-Studios und habe da mal ein bisschen mich herumführen lassen. Wo geht's denn da oben lang? Okay, sehr, sehr spannend und da wird auch noch in der Zukunft vermutlich einiges von sich reden machen. Darf ich natürlich noch nicht so viel von verraten, aber da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Und ich hätte mir noch eine Eisenspitzhacke machen können. Ja, da kommt auf jeden Fall noch ein bisschen was. Und ja, es wird auf jeden Fall irgendwas mit YouTube und Bewegtbild zu tun haben. Und das wird sehr cool sein. Ja, mit Bewegtbild geht ja auch ein bisschen was. In der Zwischenzeit, seit der letzten Aufnahme, ist ja auch ein bisschen was passiert. Es fand in der Zwischenzeit, und das ist eine ganz coole Info vielleicht für euch, der erste Yumi Creators Camp statt. Organisiert unter anderem von mir, zusammen mit Bernd, der von den Yumi Düsseldorf ist. Und, Verzeihung. Ja, eine sehr gute Veranstaltung, habe ich ja sicherlich auch schon ein bisschen was drüber erzählt. Okay, hier wird es dunkel, da wollen wir mal gucken, was hier mit... Wir haben eine neue Höhle gefunden, nicht, dass wir noch keine Höhle am Start hätten. Okay, ich höre noch keine Geräusche und natürlich haben wir ohne Scheiß... nochmal eine neue Schlucht entdeckt. Nicht, dass wir schon mit über beide Ohren in so einer verdammten Schlucht drinstecken würden, aber okay. Da sieht es aus, als hätten wir einen Spawner am Start. Richtig viele Spinnen. Können wir uns da eigentlich runterbuddeln? Sieht nicht so gut aus. Vielleicht mal versuchen, hier so ein bisschen uns irgendwie runterbuddeln, versuchen. Da kommen sie auch schon, die Damen und Herren Spinnen. Hallöchen, Popöchen. Da ist ein Spinnenspawner. Nehmen wir noch gleich mal ein Fäckelchen hinsetzen und dann diesen Kollegen hier erledigen. Gute Nacht. So. Den haben wir natürlich dann auch gleich mal. Da unten haben wir noch so jemanden am Start. Noch eine Spinne. War ja klar. Noch mal was essen. Essen bitte. Danke. Wo ist die andere Spinne? Puh.
Dachodecke, wo bist du? Alter. Boah, die ist doch direkt über mir oder so. Kurwa. So, haben wir denn genügend Holz? Wir haben ein bisschen Holz. Ich werde aber mal vorsichtshalber hier ein bisschen was abbauen, weil ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, wie lange wir noch hier unten stecken werden. Und da möchte ich ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Oh, da ist noch einer. Hey, das gibt's ja gar nicht. Das ist nicht dein Ernst, oder? So sind wir hier schon wieder reingeraten. Aber wir haben es nicht anders gewollt. Wir sind selbst schuld. Und deswegen dürfen wir uns auch nicht beschweren. So. Natürlich bleiben wir irgendwo hängen. Wo war ich stehen geblieben? Yumi Creators Camp. Also organisiert mit dem guten Bernd vom Yumi Düsseldorf. Und ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Es war eine sehr coole Sache. Da hinten sehe ich, glaube ich, einen Creeper am Start. Oder was ist denn das? Flecken auf dem Monitor sind übrigens auch nicht gut, wenn man sich so auf die Dunkelheit konzentriert. Da könnte man immer meinen, da kommt jetzt gleich ein Monster, aber es ist gar kein Monster. Sondern es ist einfach nur ein Fleck. Und das muss sicherlich irgendwie der Kaffee gewesen sein, der mal umgeschüttet wurde. Was haben wir hier? Alter. Gar nicht in die Hose bei sowas. Überhaupt gar kein Schisser. So, ja, da haben wir hier mal wieder ordentlich was entdeckt. Wir werden hier niemals rauskommen. Wir werden hier für immer und ewig versacken. Und hier wächst Gras. Das wundert mich jetzt allerdings schon so ein bisschen. Das bedeutet doch eigentlich, dass wir total nah an der Oberfläche sind, oder irre ich mich da? Hm, okay. Was haben wir hier? Okay, da muss man auch ein klein wenig vorsichtig sein. So. Alter Schwede, was haben wir hier wieder entdeckt? Unfassbar. Ja, und das erste Yumi Creators Camp fand dann statt in Köln. Und zwar im Startplatz. Ich muss mich total konzentrieren und gleichzeitig zu quatschen ist einfach so unglaublich schwer. Besonders wenn es hier auch noch so unfassbar dunkel ist. Ich werde das jetzt einfach mal schnell ausleuchten. In der Hoffnung, dass hinter mir kein Creeper angeschlichen kommt. Die alte Wurst. Und hier gibt es so viel Fettkohle am Start. Das ist echt der Hammer. Und hier geht es immer tiefer hinab in die Katakomben. Großartig. Also wir haben hier wirklich geile Sachen entdeckt, aber es ist halt echt unfassbar, was wir wieder... Wie viel Zeit wir hier wieder opfern werden. Aber wenn wir hier aus der Höhle jemals wieder rauskommen, dann werden wir wieder einigermaßen unseren Fallback hier überstanden haben. Und ja, wie gesagt, wenn das jetzt hier nicht ganz so super unterhaltsam ist, dann liegt das daran, dass ich schon etwas müde bin. Und haben wir schon wieder ein volles Inventar. Oh ja, wir haben aber auch viel Zeug am Start. Zum Beispiel auch ein Feuerzeug, das wir mal brauchen, das wir jetzt aber nicht mehr brauchen. Vielleicht schmeiße ich das mal da rein. Was mein E? E, wo bist du? Da. Dann packen wir dann auch noch Ton rein, brauchen wir nicht unbedingt. Kakaobohnen haben wir keine, Feuerstein brauchen wir auch nicht unbedingt. So, dann würde ich mal sagen, da haben wir wieder ein bisschen Platz. Und wir müssen dann in der Tat immer darauf achten, dass wir richtig schön... auch so Steine wegschmeißen. Naja, das war natürlich nicht sehr clever. Dass wir immer schöne Blöcke machen. Sonst wird das nämlich nichts. Habe ich da wieder was gesehen oder war das...